Hallo, ich bin Katrin und ich möchte euch den Roman Wir hofften auf bessere Zeiten von Erin Bartels vorstellen. Es handelt sich dabei um einen Mehrgenerationenroman, der auf drei verschiedenen Zeitebenen angesiedelt ist. Auf der Gegenwartsebene gibt es da die Journalistin Elizabeth. Dann gibt es eine Zeitebene auf den 1960er Jahren. Dort ist Nora die Hauptfigur. Eine junge Weiße, die den Mut hat, einen Schwarzen zu heiraten, Mitte in der Zeit der Rasseunruhen in den USA in den 1960er Jahren. Und auf der dritten Zeitebene wird die Geschichte von Mary erzählt, einer Frau, die während des amerikanischen Bürgerkriegs ganz allein auf der heimischen Farm zurechtkommen muss, weil alle Männer im Krieg sind. Was diese drei Frauen miteinander verbindet, ist ihr Nachname. Alle heißen Balsam. Und so ist es im Prinzip eine groß angelegte Familiensaga, die hier erzählt wird. Das Spannende ist, der Roman beginnt damit, dass die Journalistin Elizabeth von einem Unbekannten aufgesucht wird, der ihr eine alte Kamera und Fotos aus der Zeit der Rasseunruhen in Detroit von 1967 übergibt. Und das waren so ziemlich die schlimmsten Rasseunruhen, die Amerika jemals erlebt hat. Und er bittet sie, diese Sachen einer Verwandten von sich zu geben, nämlich Nora. Aber Elizabeth hat noch nie von dieser Nora gehört und sie ist gerade mitten an einer Top-Story dran und glaubt auch nicht, dass sie die Zeit hat, jetzt für sowas ihre Zeit zu verschwenden. Aber dann wird ihr überraschend gekündigt, sie hat jede Menge Zeit zur Verfügung und so beschließt sie zu ermitteln. Sie findet heraus, ja, diese Nora ist tatsächlich mit mir verwandt und sie lebt im alten Balsamhaus. Ein Haus, das seit Generationen im Besitz meiner Familie war, ohne dass ich davon wusste. Und dann begibt sich die Journalistin Elizabeth auf Spurensuche. Sie fährt zu diesem Balsamhaus, zieht vorübergehend zu Nora und versucht sowohl der alten Dame ihr Geheimnis zu entlocken, die will nämlich absolut nicht über das reden, was in ihrem Leben passiert ist, und versucht die Geheimnisse des Hauses zu ergründen. Da gibt es auf dem Dachboden nämlich zum Beispiel jede Menge Betten. Im Garten gibt es überwucherte Gräber, im Keller eine abgeschlossene Kammer. Und so steigt sie immer tiefer hinab in den Keller ihrer Familiengeheimnisse. Was diesen Roman vor allem ausmacht, sind seine ausgereiften Charaktere, die wirklich total echt rüberkommen mit allen ihren Fehlern, mit ihren Schwächen, aber auch mit ihren Stärken. Und das macht sie so unglaublich zugänglich, so unglaublich liebenswert und lässt sie einem sehr, sehr nahe kommen. Und man kann sehr viel darüber lernen. Und vor allem zeigt der Roman auch auf, dass letztlich nur, wenn wir die Kraft haben, anderen auch zu vergeben, was uns Schweres angetan wurde, nur dann wirklich frei sind, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Von mir eine starke Leseempfehlung für diesen mitreißenden Familienroman. Ich glaube, er wird alle begeistern, sowohl die, die zeitgenössische Romane mögen, als auch die, die lieber historische Romane lesen. In diesem Buch habt ihr alles zusammen von Erin Bartels. Wir hofften auf bessere Zeiten, erschienen im Franke Verlag. Jetzt auf alpha-buch.de und in unseren Buchhandlungen.